nicht nur eins. Also man findet dann natürlich auch von einem ganz bestimmten Let's Player, dessen Namen ich nicht nenne, nennen wir ihn einfach den Gilb. Genau, wir nennen ihn einfach den Gilb. Da findet man natürlich von vor 3, 4, 5 Jahren die erste Folge, ne, mit da, weiß ich nicht, 12 Trilliarden Bot-Aufrufen und so weiter. Und was der Typ auch noch heute noch für eine Community anzieht, ne, es ist phänomenal. Naja, ich meine, die drohen einem ja gleich mit Mord, wenn man seine Aussage nicht zurückzieht. Ich habe deine IP gelockt. Ich weiß, wo du wohnst. Deine IP fängt mit 128 an. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Genau. Deine auch? Ja? Komisch. Wir haben die gleiche IP. Komisch. Dann hack mich doch mal. Also gut, ich meine, bei aller Kritik und bei allem Spaß, den ich da immer mache und habe, ich selber eben noch keine Morddrohungen davon bekommen. Aber es wurde mir schon mal ein Screenshot geschickt von einem mir bekannten Let's Player. Nein, es war nicht Street. Da stand dann halt so, dass der Fan ihn dann halt umbringen würde und er hatte seine IP gelockt und er wüsste, wo er wohnt und so weiter und so fort. Und oh, Kines, wir sind doch alle ein bisschen älter. Also ich zumindest. Oder auch so Leute wie der Street. Hallo Skelette, na ihr Schweinebandenhunde. Siehste, Special Mobs war ja auch noch so ein Ding. Installiert ihr das doch mal, hieß das doch. Nein. Ich fand das so geil. Ich meine, ich habe über diesen Mod gepöbelt und geschimpft im Crash Landing, tue es im Blast Off und dann kommt so, installier doch mal Special Mobs dazu. Ja, sicher. Ein Mod, über den ich mecker, den installiere ich mir. Deswegen habe ich hier auch Pneumatic Craft drin. Weil ich Pneumatic Craft so toll finde. Ironie aus. Ach, hier, die ganzen Kisten habe ich übrigens auch nicht, ne? Und so, und hast du nicht gesehen. Die habe ich natürlich auch alle nicht, hier, ne? Gescheedet. Obwohl, warte mal, gehen wir jetzt pennen oder nutzen wir die Nacht mal? Ach komm, wir nutzen die Nacht mal aus. Ein paar Vorbereitungen in The Keller Room treffen und dann müssen wir am nächsten Tag das Feld mal abernten. Nein, Trivolo, nicht schon wieder das Feld abernten. Naja, doch. Doch, doch, müssen wir. Führt kein Weg dran vorbei, Leute. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. At Tinker's Construct ist schon richtig, aber ich will einen speziellen Stoff. Ich will den Stoff, aus dem die Träume sind, Grout. Ich finde das auch so geil, steht jetzt im Tooltip auch. Ja, I am Grout. Mhm, danke. Danke für diese Information. Jetzt ist natürlich die Frage, craften wir das gleich auf 8 oder auf 2? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Craften auf 2 effektiver, weil ich brauche ja alleine 4 Clay, um einen großen zu machen. Wie bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen... Es ist sehr effektiv, Trivolo. Weil 2 plus 4 ergibt 8. 6. Bin ich jetzt nur bescheuert, oder was? Hilfe, Mathe. Wer ist Mathe, Alter? Was, Mathe? Deine Mutter, Mathe. So, Ausrüstung. Axt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Den mal abreißen. Da rein. Jo, geil. Crafting Table. Geil. Greift der jetzt eigentlich auf die... Nö. A-Loch, jetzt ruhig mal machen können. Du Penne. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn man jetzt sich so Akische schnappt. Akistle und dann hier, da. Den mal weg, den mal hin. Ja, sauber. Ja, dann würde ich sagen... Oder wir machen doch eine Doppelchest drauf, indem wir die Wolle da einfach wegnehmen. Sieht jetzt schon ein bisschen schäbig aus, aber so what? So what? What? Da mal hin. Große Kiste, kommen wir ran. Ja, sauber. Ja, cool. Warum sind das jetzt Oakwood? Achso. Hä? Hä? Achso, das habe ich... Das ist so lange her, dass ich das hier gebaut habe. Merke ich gerade. Okay. Gut. Dann lassen wir das so. Und dann gehen wir mal hier an den alten, in die alte Gravelkiste. Nehmen wir da uns mal so ein paar Stacks raus. Und dann
wie, was machen Sachen so, so und so. Genau, I am Grout. Zwei Stacks, ich bin Trivolol und nicht irgendwie so ein alter Geizknüppel. Komm her hier. Und noch ein. Du dahin. Du dahin. Und, nee. Ja, genau. Und dann haben wir, wie viel habe ich jetzt gemacht davon? 2, 4, 6. Und wir haben 6 Öfen. Läuft. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da haben wir jetzt natürlich das Problem. Ja, da bin ich jetzt mal auf eure Hilfe angewiesen. Hilfe, der Trivolo braucht Hilfe, weil der Trivolo das schon wieder nicht weiß, wie das geht, weil er behindert ist. Nein, ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier jetzt gucke, warte mal. Ah, ich brauche da doch keine Hilfe. Das hat mir der Street doch erklärt. Ach, da habe ich außerdem Kohle drin, das ist gut. Kraut. Hier packen wir nochmal ein bisschen Kraut rein, da noch ein bisschen Kraut und da noch ein bisschen Grout. So, den Rest packen wir hier erstmal rein. Kleider mal mit rein, dann haben wir noch hier Kohle und so ein Kram. Ja, wie gesagt, die Verzauberung, um die ging es mir eben eigentlich, aber ist ja eigentlich scheißegal. Hier und die Bilder, ach Gottchen, ja, würde ich sagen, wenn Texturenpaket installiert ist. So, dann haben wir natürlich hier Materials and You vom, ich habe das jetzt eigentlich nur deswegen gemacht, vom Skylar haben wir natürlich dazu gekriegt, wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, obwohl können wir eigentlich damit anfangen? Wie sieht denn das Holz technisch aus? Oh, das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus, so viel Holz haben wir gar nicht. Oh, egal, wir bauen jetzt mal so viel wie geht. Wir brauchen natürlich einen Stenzel-Table. Obwohl, möchte ich gleich die bauen? Möchte ich das überhaupt hier in den Keller bauen? Ich glaube nicht. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir anfangen können. Guck mal, wir könnten hier zum Beispiel... Genau, Diorit. Wie können wir das überhaupt alles bauen? Oh mein Gott, habe ich mir gar keinen Kopf drum gemacht. Weil hier... An die Kisten kommen wir von Achtern nicht. Na doch. Na was? Ja, geil. Weil ich habe mir gerade mal so überlegt, wenn wir hier vielleicht irgendwie so ein Sortierungssystem von hinten rumbauen. Naja, obwohl die Kisten hier... Ach, warte mal. Dabei fällt mir gerade ein, das, was ich gerade im Kopf hatte, das ist ja nie ins Let's Play gekommen. Das bedeutet, wir müssten ja eigentlich an alle Kisten rankommen. Ja, das wäre optimal. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt erstmal zusehen. Tinkers Schmelze und Stencil Table und wir brauchen auch noch Kupfer und Zinn und Bronze und keine Ahnung, ich glaube, ich muss den ganzen Kram dann... Die ganzen Spitzhacken und das ganze Gelumpe, da muss ich dann auch irgendwie leveln oder so. Zinn sieht gut aus, nehmen wir auch mit. Ja, ich sag ja, aktuell haben wir noch von allem ein bisschen zu viel. Ich habe auch schon extrem viel aus den Wänden gerissen und habe das, was ich rausgerissen habe, dann weggeworfen, weil es war einfach zu viel. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel nicht ausgetauscht. Ach ja, genau. Ich habe an einigen Stellen nicht ausgetauscht, um euch das Repop dann zu zeigen, was ich meine. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt Dirt drin. Oder hier haben wir jetzt, ist mal Gravel von oben runtergekommen. Und ja, dann halt diese ganzen Büsche noch. Also ich muss sehr ehrlich sagen, diese Büsche, die stören mich. Da muss ich noch was gegen tun. Machen, tun, unternehmen. So, der Slime-Keller, den habe ich auch zum Beispiel schon bearbeitet. Boah, das glaubt kein Mensch. Den Slime-Keller, den musste ich ja richtig krass bearbeiten. Das war ja eine Goldgrube. Das war schon wieder too much. Das war so ein bisschen so wie Cheaten. Oder die Monsterfalle. In der Monsterfalle sind zum Beispiel 5 solche Blöcke drin von diesem Shiny Metal. Shiny Metal-Gedöns. Aber guck mal hier zum Beispiel. Tinker's Construct.
Kappa-Ohr. Thermal Foundation Kappa-Ohr. Und ich habe auf Tasche irgendwo Mechanism Kappa-Ohr. Da müssen wir noch alles abstellen. Aber ich sag mal so, peu à peu. Ich muss mich da in COG, muss ich mich auch nochmal wieder reinlesen. Ich glaube, da muss ich nochmal direkt mal Beggarman anschreiben. Schreiben, nicht schreien. Wie das nochmal war mit der Erzgenerierung. Ich glaube auch, der hat ein Video dazu auf seinem Kanal seinerzeit hochgeladen. Scheiß auf Kohle. Pff, wenn mich Kohle jemals interessiert hat. In diesem Spiel natürlich. Ich glaube, der hat da auch irgendwo mal so ein Video und hat da erklärt, wie man mit COG vorgeht. Aber ich glaube, da muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass mir der Client dabei verreckt. Denn das ist ja kein Server hier. Oder ich muss das mal irgendwie auf den Server hochladen. Weil mein Server liegt ja zurzeit brach. Weil das Blast Off hier sich ja geweigert hat, sich auf meinem Server installieren zu lassen. Darum haben wir einen völlig anderen Server. Und zwar den vom Street. Genau, den vom Street Digger. So. Hey, der war nicht richtig gesetzt. Haben wir heute zu wenig Cobblestone. Dabei fällt mir auf. Erinnert ihr euch noch, wofür das hier mal war? Also ich erinnere mich gerade. Jetzt ist natürlich das Ärgerliche daran, dass ich genau jetzt keinen Map-Modus installiert habe. Wenn ich jetzt den nach oben hin noch einen wegreiße und den Kameraden hier vielleicht auch noch irgendwo anders hin versetze, dann wäre das hier doch eigentlich ein klasse Raum so für Energiegewinnung und sowas. Ich meine, man muss ja schon mal alles durchplanen, nicht? Ne?